Was geht ab, Vloggang? Herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog. Was geht ab? Leon, gönn dir. Gönn dir. Exotisch. Wir sind gerade, ich glaube, das kann man ganz gut erkennen, auf dem Weg zum Tennisspielen. Ich habe so mega Bock drauf. Ich wollte gerade sagen, woran kann man das denn hier erkennen? Aber dein Rucksack, ja, okay. Ja, mein ganz dezenter Rucksack gibt vielleicht einen Hinweis drauf. Wegen Tennisspielen, ich freue mich mega drauf. Da vorne fährt gerade unsere Bahn und wir sind heute nicht Tennis spielen in der Halle, wo wir schon mal waren, sondern in der neuen. Ey Leon, wo sind wir? Warum hast du das getan? Warum die Halle? Warum nicht? Es sieht so aus, als wenn wir irgendwo bei mir in der Heimat auf dem Land sind. Ey, ich habe wirklich gar keine Ahnung, wo wir jetzt lang gehen müssen oder wo wir überhaupt sind. Hä? Ja, es gibt hier nur eine Straße. Das ist diese. Ich wollte gerade sagen. Und da müssen wir geradeaus gehen. Wer hätte das gedacht? Was? Wir gehen in die falsche Richtung. Safe nicht. Leute, guckt mal nach da. Was seht ihr? Genau. Ein Auto. Nichts. Und jetzt dreht euch mal nach da. Was seht ihr? Genau. Ganz viele Gebäude. Ja, aber guck mal. Warte. Guck, wo sich mein Cursor hinbewegt. Ja, okay, vielleicht müssen wir doch noch. Vielleicht müssen wir doch in die Richtung. Ob wir jemals ankommen werden, seht ihr nach der Werbung. I come and go like a rah rah round. They don't want it to be going na na na. I'm coming back with the money in the bag. The rule is in my lab, yeah, I'm running for the cash. Okay, Leute, wir sind schon jetzt knapp 40 Minuten am Spielen. Da vorne ist Leon. Und ich versuche jetzt einfach mal mit einer Hand zu spielen, okay? Gucken, ob das wird. Ja, wahrscheinlich. Einen nochmal bitte. Ja, wahrscheinlich. Das ist voll die Herausforderung. Oh, Junge, was eine Challenge. Meine Kamera wiegt ja auch gut. 1,5 bis 2 Kilo. Jo. Der kommt gut. Aber es ist so ungewohnt, die Hand dabei auszustrecken. Okay. Ich glaube, ich stelle die Kamera lieber hin. Okay, weiter. Es geht. Okay, Leute, wir versuchen das noch ein einziges Mal. Jetzt filme ich aber nur in die Richtung, wo ich auch schlage. Warte. Okay. Ich kann jetzt halt keine Rückhand machen. Hast du noch einen? Weil ich hab. Hier Volley-Duell oder was? Weil ihr merkt auf jeden Fall, das klappt ganz gut. Das klappt ganz gut. Also mir macht es mega Spaß. Ich weiß nicht, ob man mir ansieht, dass ich übel im Arsch bin. Aber ich glaube, Leon, alles gut? Ich glaube, Leon ist ein bisschen kaputt. Alter. Wie geht's dir, Leon? Wie kommt das denn? Ich weiß es nicht. Eventuell hat eine gewisse Person, mit der ich gerade Tennis gespielt habe, mich über den kompletten Platz geschickt. Das musst du sagen. Ich habe Leon die Bälle immer nett zugeschickt. Manchmal habe ich ihn auch laufen lassen. Aber Leon hat mich halt konstant von einer Ecke in die andere geschickt. So wie beim letzten Mal mit Tobi. Man muss aber sagen, es war auch mein erstes Mal Tennis. Und wirklich allererstes Mal? Ich habe noch nie vorher Tennis gespielt. Ja, ich würde sagen, dafür war es wirklich okay. Echt voll in Ordnung. Also das ist echt ganz gut. Und guck mal, das Wetter. Das ist mega geil heute. Ja, und jetzt gibt es erstmal einen Corny-Riegel. Ach, geil. Hat aber mega, mega Spaß gemacht. Und meine Arme tun jetzt weh. Beim Kamera halten. Anstrengend. So, wir sind jetzt frisch geduscht. Wir haben uns wieder neu angezogen. Und ich fühle mich auch echt viel besser. Aber es ist, Alter, ich habe so lange kein Tennis mehr gespielt. Die Kamera jetzt so zu halten, ist echt anstrengend. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, kann man das vielleicht im Spiegel sehen, wie ich die Kamera halte. Ist anstrengend. Übrigens, da ist ein Spiegel und da ist Leons Spiegel. Warum steht er da? Weil ich heute Mittag mein Zimmer gelüftet habe, weil du drin warst und das gestunken hat. Das ist eine Lüge.
Ja, okay, eventuell war nur ich in dem Raum, aber. Aber sag mal, du hast jetzt zum allerersten Mal Tennis gespielt. Mhm. Wie hat's dir gefallen? Sei also, ehrlich. Am Anfang, so, glaube ich, warst du auch ein bisschen abgefuckt, weil ich die Bälle nicht so wirklich so punktuell, sagt man das so, zu dir spielen konnte. Aber letztendlich haben wir dann auch mehrere Pässe geschafft. Von daher war es mega nice. Ja, und worauf haben wir uns geeinigt? Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir jetzt einmal im Monat zu einer Tennishalle fahren und Tennis spielen! Batman spielen! Nein, Batman nicht. Batman können wir auch spielen. Aber lieber Tennis. Ich musste Leon ja ein bisschen überreden, aber ich glaube, es hat ihm am Ende dann doch Spaß gemacht. Und jetzt gleich kommen Leons Eltern und wir werden ein bisschen zusammen kochen. Oh, ich vergesse es die ganze Zeit. Wir werden nicht nur zusammen kochen, sondern wir bekommen auch endlich wieder einen Trockner. Weil wir haben seit Zanders Auszug keinen Trockner. Wir haben damals gesagt, Zander holt Waschmaschine und Trockner. Dafür hole ich den großen Kühlschrank. Zander ist ausgezogen, Zander hat seine Sachen mitgenommen. Dann hatten wir keine Waschmaschine und keinen Trockner mehr. Fabi hat die Waschmaschine mitgebracht. Und jetzt, nach 2 Monaten, wo Leon schon hier wohnt, kommt noch der Trockner. Ja, du hast gerade eine Waschmaschine gesagt. Wirklich? Ja, ups. Ja, aber dann haben wir echt einen Trockner, das ist so viel geiler, weil wir brauchen nicht mehr diese blöde Wäschespinne oder sowas hier aufstellen und dann kann man die Sachen da drüber legen, das nervt so, ne? Bitte? Das hat immer so lange gedauert, immer so 2 Tage oder so musstest du deine Wäsche dann hängen lassen, dann musste der andere noch Wäsche waschen, dann musste sich das irgendwie teilen. So ja, so. Bei 3 oder mit Tobi 4 Leuten in der WG und dann ohne Trockner ist halt super, super anstrengend, aber ab heute endlich vorbei. Und wir kochen auch mit. Ach, ich habe noch ein T-Shirt in der Wäschmaschine. Ciao. Und wenn wir jetzt gleich kochen, bereite ich das schon mal ein bisschen vor und schneide schon mal ein paar Zwiebeln und ein bisschen Salat. So, Salat, Zwiebeln sind geschnitten. Leon mischt hier irgendwelche Karten. Hi. Und ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen weiter aufgeräumt. Die Ecke sieht tatsächlich mal wieder gut aus. Und wenn wir jetzt nur noch ein kleines Problemchen bei uns im Haushalt, beziehungsweise des Hauses irgendwie gelöst bekommen, und zwar Pappe. Wir haben zu viel Pappe und ich glaube, alle in diesem Haus haben zu viel Pappe. Das heißt bei uns im Haushalt, das ist halt bei uns, also wir wohnen in der Wohnung, aber über uns wohnen halt noch mehrere Leute so und die schneiden ihre Pappe halt nicht klein und werfen die einfach in die Mülltonne und nach, ich sag mal, 2 Haushalten ist die Mülltonne halt voll. Hier sind aber keine Ahnung, 6 Haushalte so. Oder 7 oder 8 oder 9 ja. Oder 10, irgendwie sind total viele halt hier und andere Leute stellen halt ihren Pappmüll einfach so daneben, was natürlich die Müllabfuhr nicht mitnimmt. Und wir haben jetzt einfach 1, 2, 3, 4 und 5. Fünf Orte, wo wir tatsächlich gerade Pappe lagern. 6. Stimmt. Wir haben hier noch mehr Papptaschen. Wir haben da irgendwie 30 Tüten oder so liegen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Aber wenn wir das irgendwie noch behoben kriegen, dann sieht die Wohnung tatsächlich echt gut aus. Ja. Also wirklich, guckt euch das mal an. Wenn man sich mal einmal so, schwupp, da sitzt Leon, da ist immer noch dein Spiegel und hier ist jetzt aufgeräumt. Da wird bald das Wohnzimmer drin sein. Es wird so geil. Wir haben gestern tatsächlich endlich mal angefangen mit der Planung zum Wohnzimmer. Und das wird wirklich geil. Wir werden Wände streichen, wir werden einen Beamer holen, wir bauen da ja unser Heimkino rein, das wird so mega nice und für diese Fläche, da haben wir uns auch was Cooles ausgedacht, aber das erst, wenn es soweit ist, dauert nämlich leider noch ein bisschen, aber dann haben wir endlich unser Heimkino hier in der Wohnung und das wird so mega sick. Willst du das mal ausprobieren? Ich wollte gerade fragen, sollen wir das für einen Vlog ausprobieren? Komm. Leute, guck mal, Dustin hat vorhin das hier gekauft, ein Himbeersirup. Himbeergetränkesirup. Weil, genau. Genau, wir haben zwar hier Wasserflaschen, Mate, Wasserflaschen, aber irgendwie bestellen wir seit Anfang August keine Getränke mehr. Wir trinken nur noch Leitungswasser. Erstens, weil es günstiger ist und zweitens, weil
Schmeckt halt auch gut, ne? Ich wollte gerade sagen, ob wir jetzt so zwei Kästen stilles Wasser kommen, weil ihr habt ja meistens still bestellt so, oder einfach aus dem Kran nehmen, ist günstiger, schmeckt genauso. Und hier in Deutschland kannst du ja unser Kranwasser trinken. Ja, eben. Jetzt ist es nur so, nach circa 3 Monaten fast nur Leitungswasser trinken, haben wir uns gedacht, wird es Zeit, ein bisschen was anderes zu machen. Leon und ich trinken jetzt täglich so eine Vitamintablette mit Magnesium und so, die schmeckt ganz lecker. Aber davon darfst du halt nur eine am Tag trinken. Und weil das irgendwie voll langweilig ist, nichts mit Geschmack so zu trinken. Und es ist halt nicht mal Mineralwasser. Mineralwasser ist ja ohne Geschmack quasi, aber es hat ja trotzdem so den eigenen Flair. Ja. Und jetzt, wie viel macht man da rein? Komm, gönn mal. Moment. Boah, das riecht voll lecker. Das riecht voll lecker. Boah, Leute, riecht ihr das? Boah, Leute, wollt ihr mal einen... Du sagst gerade, jo, reicht. Dann mache ich bei mir extra mehr rein und du nimmst das mit dem Meer drin. Echt jetzt? Ja. Oh, das ist mir nicht mal aufgefallen. Au contraire. Du hättest definitiv noch was reinmachen können. Aber es ist geil. Es schmeckt nach Himbeere. Findest du jetzt nicht so geil? Auf jeden Fall viel besser als Kranwasser. Mega nice. Lifehacks mit Dustin und Leon. Ja! Ein paar Stunden sind vergangen und wir haben gerade mit Leons Eltern gekocht und ein Brettspiel gespielt. War cool, oder? War ein ganz angenehmer Abend, aber ich bin derbest müde. Ja. Ich muss morgen so früh raus. Stimmt, du musst morgen um 7 Uhr aufstehen an einem Samstag. Ich nicht, das ist sehr schön. Aber war tatsächlich sehr, sehr lustig. Wir haben ein Brettspiel gespielt, das war cool und ja, mega lustig. Und deine Mom, kann man das verraten? Ja. Er hat übel den Lachflash zu bekommen. Es war noch nicht mal so was Lustiges und meine Mutter hat einfach so 5 Minuten durchgelacht und das und ich sitze hier, gucken uns an so. Also ich habe schon mitgelacht, weil es schon mega ansteckend war. Aber war definitiv ein lustiger Abend. Aber so schön der Abend auch war, endet jetzt der heutige Daily Vlog damit. Noch einmal ganz kurz der Hinweis für euch. Die neuen Merch-Sachen sind draußen. Ich habe mir heute auch meine Sachen bestellt. Ich glaube, ich habe mir 3 T-Shirts und ein Hoodie, also insgesamt 4 Sachen bestellt. Und ich habe auch schon auf Instagram von euch gesehen, dass ihr euch Sachen bestellt habt. Ich habe schon Turnbeutel gesehen, ich habe schon Taschen gesehen. Und die Mützen, wie gesagt, werden auch bald kommen. Ich arbeite da ständig dran und sobald es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, werdet ihr natürlich die allerersten sein, die das hier im Vlog erfahren. Und an der Stelle sage ich noch einfach mal, wenn ihr da draußen noch kein Teil der Vloggang seid, dann holt das doch super gerne nach. Einfach kostenlos ein Abo da lassen und dann sehen wir uns jeden Tag hier. Freut mich auf jeden Fall und ich freue mich auch immer mega, wenn die Vloggang wächst. Also erzählt euch alle euren Freunden davon. Weist mal Leute darauf hin, so, dass euch das vielleicht hier gefällt, denn dieser Support ist Gold wert und unterstützt mich einfach so krass. Deswegen Dankeschön an alle, die das tun und ich hoffe, wir sehen uns auch morgen zum nächsten Daily Vlog. Macht's gut, Leute. Gute Nacht. Ciao. I come and go like a ra ra round. They don't want it to be going na na na.